Eine geheimnisvolle Kiste. Was da wohl drin ist? Oh, guck dir das an. Oh, hey. Du bist ja bezaubernd. Warte kurz. Oh, du kannst fliegen. Cool. Wie geht's denn so? Meine Flügel sind müde. Oh, ich hatte ein paar Tricks erwartet. Hey, flieg eine Schleife oder so. Hör damit auf. Mach schon, flieg. Bitte, bitte, bitte. Hör auf, die Kiste zu schütteln. Du siehst irgendwie sauer aus. Das war's. Nimm das. Oh, ich wachse immer mehr. Was ist los? Autsch, mein Kopf. Okay, wie wär's damit? Es geht abwärts. Ich bin winzig. Ich bin noch nicht fertig. Wow, das war ja echt verrückt. Hi, Julie. Ich anfange? Warte mal, ist das ein Scherz? Haha, ich kann kaum hinsehen. Was soll das denn? Das ist ein kleines Quadrat Brot. Ich mag das Spiel nicht. Und was hast du? Finden wir es raus. Oh, wow, das ist ein super Sandwich. Heute ist mein Glückstag. Genau, was ich brauche. Ich habe voll Hunger. Und das wird ihn stillen. Warte, wie? Ich probiere es nochmal. Und ich habe das gleiche Stückchen Brot. Vielleicht habe ich es nicht richtig gemacht. Es ist immer noch da. Langsam wird es nervig. Wow, es ist wunderschön. Ich glaube, ich bin verliebt. Wow, das riecht fantastisch. Irgendwas stimmt nicht. Nope, so geht's auch nicht. Wie soll ich das denn essen? Hey, was ist das? Das siehst du auch, oder? Warte mal. Das bringt mich auf eine Idee. Leo ist nicht der Einzige, der ein Sandwich hat. Schau zu. Ich lege etwas veganen Schinken aufs Brot und dann veganen Käse. Ich brauche noch Soße. Ketchup reicht dafür schon. Ich brauche nur einen kleinen Löffel. Einen wirklich kleinen Löffel. Sieht gut aus. Und nun kommt das zweite Stück Brot drauf. Guck's dir an. Das ist ein süßes kleines Sandwich. Das werde ich richtig genießen. Lecker. Da waren alle meine Lieblingszutaten drauf. Ich nehme noch was. Oh, stimmt. Schon alle. Ich habe immer noch Hunger. Ich brauche hier Hilfe. Nein, dafür habe ich keine Zeit. Was ist das? Schnipp, schnapp. Nee, die hilft nicht. Wow, das ist schon besser. Yeah, schneid's durch. Vielleicht doch nicht. Du könntest ruhig mal teilen. Oh, meine Lupe. Warte mal. Vielleicht kann ich die nehmen. Ja, das wird gehen. Ich bin verwirrt. Ich kapier's nicht. Die vergrößern meinen Mund. Okay, vielleicht doch nicht. Echt jetzt? Naja, hätte ja sein können. Überlass mir das. War nicht so schwer, oder? Oh, warum ist mir das nicht eingefallen? Du bist echt schlau. Komm, wir essen. Ist immer noch ziemlich groß. Fang an. Nein, nein, ich bestehe darauf, dass du anfängst. Okay, gut. Mal sehen, was es ist. Oh, eine Flasche Cola und ein Strohhalm. Lass mich nur den Korken aufpoppen. Wow, beeindruckend. Ich weiß. Hey, dieser Strohhalm bringt mich auf eine Idee. Wenn ich ihn einfach so biege... Ja, es hat geklappt. Strohhalmbrille. Probieren wir sie aus und sehen, ob sie funktioniert. Das tut sie und ich kann auch die Cola beobachten. So cool. Dann öffne ich meinen jetzt auch. Oh, was ist das? Was hast du denn da? Ich denke, es ist ein riesiger Strohhalm. Mal sehen, was ich bekomme. Nichts. Schau mich nicht so an, ich weiß es nicht. Hey, irgendwas zieht dran. Ich liebe leckere Cola. Huh, wo ist sie hin? Wow, hier war ich noch nie. Oho, dieser Ort ist schön. Ich kann einen Urlaub gebrauchen. Wow, warte mal kurz. Selfie! Oh, schick. Hier wohnen bestimmt reiche Leute.
Hey, ich glaube, ich habe das Ende erreicht. Ein gigantisches Glas Cola. Oh, wie erfrischend. Ich weiß, was ich tun werde. Ich stecke mich da rein. Das ist genau meine Rede. Mehr Cola, als ich je trinken kann. 1, 2, 3. Das gibt's doch nicht. 100 Pringles. Es ist wie ein wahr gewordener Traum. Ich kann nicht glauben, dass ich die alle essen darf. Oh, ich hab nur einen Pringle. Ich wünschte, ich hätte auch so viele Pringles. Yes, alle Pringles. Wow, du isst ziemlich schnell. Ist das der Himmel? Ich denke, das ist der Himmel. Ja, ich bin die Pringle Queen. Das ist die traditionelle Kleidung des königlichen Pringle-Hauses. Und natürlich die Pringles-Kronjuwelen. Vielen Dank an alle. Warte, woher kommt dieser kaputte Pringle? Oh nein, es brechen noch mehr ab. Ah, meine Pringle-Kleidung. Hey, bist du okay? Halluzinierst du? Was ist passiert? War ich die Pringle Queen? Also, ich habe da was munkeln hören. Zumindest ist es besser, als eine Ente zu sein. Ah. Okay. Oh, ich habe eine geniale Idee. Sie rennt immer weg und verschwindet. Wo geht sie nur hin? Es ist so schön draußen. Und jetzt kommt das Brot zum Einsatz. Hier, bitte, ihr Entlein, fresst schön. Ich habe das Brot nur für euch mitgebracht. Quack, quack, quack! Oh, Prinz Ducky, du bist mein Liebling. Lass es uns jetzt wieder gemeinsam öffnen. Was? Wo ist die Challenge? Hey, Challenge-Lieferung. Wer möchte Donuts? Oh, wow, die sehen so gut aus. Yay, Donuts. Vergesst das hier nicht. Alles klar. 1, 2, 3 und los. Ein Donut-Prost. Okay, es geht los. Mist, verfehlt. Vielleicht dieses Mal. Ja, ich habe meinen ersten. Und mein zweiter. Komm schon, warum schaffe ich das nicht? Hier kommt noch einer. Niemals. 2 auf einmal. Yes, 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 yes. Was hältst du von... Oh, was zum Kuckuck. Sie hat einen Donut-Turm gebaut. Yeah, habe ich. Wie sich herausstellte, bin ich gut darin. Jetzt zu meiner Belohnung. Zeit für einen Donut. Naja, wenigstens darf ich einen Donut essen. Ich hätte aber auch gerne einen Donut-Turm. Wow, das ist wirklich beeindruckend. Du gewinnst den Preis. Oh, ich wusste nicht, dass es einen Preis gibt. Diesmal fange ich an. Ausgezeichnet, ein bergdampfender Pommes. Rein in meinen Mund fritten. Noch eine Fritte. Und noch eine. Wow, so viele Fritten. Was guckst du so? Du hattest gerade einen Donut-Turm. Stimmt, du hattest recht. Ich schaue, was ich habe. Genau wie ich dachte. Eine kleine Fritte. Warte, ich habe eine Idee. Gabel und Messer, ihr helft mir. Zeit, diese Fritte zu schneiden. Ab in den Senf. Mh, köstlich.
Nächste Fritte und nächster Dip. So lecker. Und die Barbecue-Sauce darf man nie vergessen. Schau mal, was ich mit meinen Fritten machen kann. Was ist das? Was machst du da? Ist das nicht offensichtlich? Ich baue einen Frittenturm. Ich staple einfach immer zwei auf einmal. Ha, schau, wie groß ich ihn gebaut habe. Unglaublich, das ist so cool. Wunderschön. Das Beste, was ich je gebaut habe. Es sollte als Weltwunder anerkannt werden. Warte, ich mache ein Foto. Danke. Ja, ich habe ihn mit meinen eigenen Händen gebaut. Du hast den Architektenpreis des Jahres für den größten Turm der Welt gewonnen. Ein Traum ist wahr geworden. Danke, ich bin so stolz. Okay, ich mach meins auf. Nee, lass mich anfangen. Nee, ich. Oh, ich hab einen Burger. Oh, lecker. Oh, den werde ich sofort essen. Ja, der ist köstlich. Und ich schieb mir das ganze Teil in den Mund. Oh, wow, du bist ja total außer Kontrolle. So, oh, der war echt gut. Okay, ich denke, dann mache ich mal meins auf. Oh, unmöglich. Oh, der wächst ja immer weiter und weiter. Was? Ist ja wohl lächerlich. Wie hoch wächst denn das noch? Oh, wie gut, dass hier eine Leiter stand. Ich habe die Spitze erreicht. Das ist der größte Burger, den ich je gesehen habe. Ja, ich liebe die 100-Schichten-Challenge. So einen Burger mit Pommes habe ich mir schon immer gewünscht. Oh, schau dir all die Patties an. Und gekrönt von einem Sesambrötchen. Oh, und den Ketchup darf ich nicht vergessen. Warte, was ist das für ein Geruch? Und ich hasse Zwiebeln. Und ich will auch nicht den ganzen Salat hier. Hey, was zum Teufel? Man hört doch mal auf, Dinge nach mir zu werfen. Da ist so viel von diesem unnützen Zeug drauf. Warum passiert das immer mir? Da ist er. Der perfekte Burger. Nicht mehr als Fleisch, Ketchup und Brötchen. Was machst du denn da? Boah, ist das eklig. Und ich werde bestimmt nie wieder sauber. Lass sie uns gemeinsam öffnen. Wow, ein Wellness-Gutschein. Nur für mich? Ja, das ist schön. Aber alles, was ich habe, ist ein Bonbon. So, ich gehe jetzt ins Spa. Wir sehen uns später. Ich liebe die gelben. Das ist so weich. Das braucht eine Autofahrt. Oh, piep, piep. Aus dem Weg. Oh, schau dir diesen coolen Radwechsel an. Oh, warte mal. Oh, das ist sogar noch besser. Na, verschwinde, Auto. Wir sind fertig mit dir. Jetzt kommst du hier hin. Direkt auf den Thron. Hey, mein Glücksblatt. Das ist der perfekte Wedel für das Bonbon. Das muss ja schön kühl bleiben. Ich habe diesen Spa-Tag definitiv verdient. Zeit für ein schönes Bad. Ja, mehr Bonbons. Noch mehr davon. Oh, füllst du bitte mein Glas auf? Danke. Ja, das ist perfekt. Oh, wow. Dieses Bonbonbad ist einfach fantastisch. Das ist ein wahr gewordener Traum. Ich könnte den ganzen Tag hier drin bleiben. Ja, Zeit für ein Bonbon-Peeling. Mit einem Bonbon-Peeling kann man ja nichts falsch machen. Ja, und endlich ist die Zeit gekommen, das Bonbon zu essen. Hey! Mein Bonbon, komm zurück! Oh, wow, das ist wirklich hochgeflogen. Mehr nach links, nach links. Ja, es kommt hier lang. Oh Mann, das werde ich nie fangen. Ach, du gibst einfach auf? Oh, ich hab's gefangen. Nein, du hast mein einziges Bonbon gegessen.
Oh, das ist der schlimmste Tag. Ich weiß nicht, meiner war ziemlich gut. Diesmal fange ich an. Wow, eine kleine Waffel. Schau mal, wie süß und perfekt die ist. Warte, die braucht noch ein bisschen was. Mit Streuseln kann man ja nichts falsch machen. Alle Streusel natürlich. Schau, ein kleiner Trichter hilft mir. So kann ich jedes Feld füllen. Marshmallows für die zweite Reihe. Oh, das ist so clever. Ich mache mit meinen Streuseln weiter. Aber weißt du was? Da fehlt noch was. Schlagsahne. Zeit, das Ganze noch zu krönen. Ja, du kannst nie zu viel Schlagsahne drauf machen. Richtig? Du magst doch auch Schlagsahne. Ja, ich mag Schlagsahne sehr sogar. Oh, ich hab's ein bisschen übertrieben. Oh Mann, jetzt kann ich noch nicht mal mehr die Waffel sehen. Ah, dieser Laubbläser wird's richten. Gut so. Los geht's, Schlagsahne. Oh, cool, das klappt total. Nee, wo ist denn meine Waffel hin? Ach Mann, ich kann's hier nicht mal probieren. Ja, das ist tragisch. Aber mal sehen, was ich hab. Ein leerer Teller? Warum bekomme ich denn nie den Spaß? Hey, eine Waffel. Mehr Waffeln. Noch eine und noch eine. Oh, da kommen ja immer mehr. Es wird Zeit, Waffeln zu backen. Jeder liebt Waffeln. Oh, schau dir diesen riesigen Stapel an. Als ob alle meine Träume wahr werden. Ein Turm aus Waffeln. Ach Mann, die sehen so gut aus. Ja, aber ich denke, es fehlt noch Sirup. Oh, schaut auch, wie der nach unten tropft. Das ist mein Waffelstapel. Los geht's. Ach, ich hätte auch gerne Waffel. Wow, deins ist in einem Eimer. Und der Eimer ist mit Instant-Nudeln gefüllt. Schau dir all die trockenen Nudeln an. Krass, so viel habe ich noch nie gesehen. Ja, du musst ziemlich neidisch sein. Zeit zum Abbeißen. Jo, aber so ist es gar nicht gut. Ja, weil du es nicht richtig gemacht hast. Du darfst die Gewürze nicht vergessen. Und du brauchst heißes Wasser, wenn du sie gar genießen willst. Los geht's. Das wird die Nudeln garen. Jetzt zu den Stäbchen. Okay, ich hab's verstanden. Ich gebe die Gewürze dazu. Oh Mann, das sind ganz schön viele. Ich habe hier den ganzen Eimer voll. Und jetzt kommt noch heißes Wasser drauf. Das wird eine große Mahlzeit. Ich muss auch aufpassen, dass ich alle Nudeln erwische. Oh, das sieht köstlich aus. Jetzt kann ich sie essen. Aha. Na gut, dass ich auch welche habe. Oh Mann, ich bin so hungrig und froh, so viel zu haben. Wow, die schaufelt die richtig rein. Oh, das ist so köstlich. Ich will aber noch den letzten Rest erwischen, ja? Ah, fertig. Ich wünschte, ich hätte noch mehr davon. Hey, aber sie hat noch Nudeln übrig. Na bitte, das wird sie gar nicht bemerken. Ah, ich kann nicht genug von diesen Nudeln bekommen. Wow, das ist aber eine lange Nudel. Hey, die Nudel gehört mir. Lass los. Nein, ich habe noch Hunger. Das war's. Zeit, die Schere zu benutzen. So, und jetzt bleib weg von meinen Nudeln. Warte, noch nicht aufmachen. Werfen wir eine Münze, wer es zuerst öffnet. Du Kopf, ich zahl. Wow, die dreht sich aber lange. Wie viel länger dauert das denn noch? Weißt du was? Ich hab genug davon. Hey, du hättest auf die Münze achten müssen.
Warum sollte ich warten, wenn ich Pommes haben kann? Ich greife direkt zu, denn sie riechen toll. Mmh, so frisch und salzig. Unglaublich. Dann kann ich auch meine Münze wieder einstecken. Hey, ich habe auch Pommes. Ich verstehe nicht. Was ist das für eine Challenge? Naja, wenigstens habe ich auch Pommes. Ich werde sie auch gleich mal probieren. Das sind ganz normale Pommes. Ach Mist, ich habe alle aufgegessen. Wow, was ist denn hier los? Das gibt's ja nicht. Die Pommes wachsen aus der Schachtel. Was zum was? Wie kannst du einen Pommesbaum haben? Wow, der wird ziemlich schwer. Oh nein, er kippt! Los in meinen Mund! Wow, als ob es Pommes regnet. Schau mal, wie viele Pommes wir haben. Aber ich sollte wohl erst meine Pommes aufessen. Die sind ziemlich gut. Warte, darf ich zuerst? Bitte, bitte. Okay, fang an. Was zum Kuckuck? Da ist ja gar nichts drunter. Hey, da ist es ja. Popcorn. Eine Menge Popcorn. Diese Challenge läuft bisher super für mich. Zeit zum Snacken. Auf geht's. Und auf zu Eimer Nummer 2. Eimer Nummer 3. Das Popcorn sieht so lecker aus. Ich hoffe, ich habe auch welches. Was? Wie soll das denn fair sein? Entschuldigung, Fräulein. Ach du meine Güte, was ist denn da drüben los? Bitte sehr, Miss, das ist für Sie. Wann immer Sie bereit sind, drücken Sie bitte diesen Knopf. Einen schönen Tag, Miss. Oh je, was soll ich tun? Soll ich den drücken? Gut, dann schaue ich mal, was er macht. Irgendwas ist mit dem Korn los. Ah, wow, schau mal, was damit passiert ist. Eine riesige Popcornkugel. Mmh, die ist so lecker. Jedenfalls besser als ein Korn. Yeah, beiß da rein, Mädel. Mist, jetzt bin ich irgendwie traurig, weil ich nur normales Popcorn habe. Ich liebe dich, Popcornkugel. Auf keinen Fall. Diesmal fange ich an. Also, vielleicht solltest du anfangen? Danke, du bist eine gute Freundin. Ich habe Eiscreme. Ich bin gespannt, das zu probieren. Oh, wow, köstlich. Ich liebe es. Ich werde sofort alles aufessen. Yikes, das ist ein großer Bissen. Na, mal sehen, was ich habe. Soll ich das etwa essen? Sieht nicht so aus, als wäre da was drin. Nope. Mir ist so kalt. Aber hör mir zu, du musst die Lampe reiben. Oh, okay, das versuche ich wohl mal. Unfassbar, das ist ein Flaschengeist. Oh mein Gott, ich habe gerade meinen Wellness-Tag. Okay, nun bin ich bereit. Was möchtet ihr gerne? Oh je, du scheinst ein bisschen kränklich zu sein. Hier, nimm das. Danke, das ist wirklich sehr freundlich. Das kommt davon, wenn man so viel Eis auf einmal isst. Wie auch immer, auf jeden Fall hätte ich gerne Folgendes. Aber sicher, das kann ich für dich tun. Wow, das sieht toll aus. Ich habe noch einen Wunsch. Okay. Ich meine, ich denke schon, dass ich das erfüllen kann. Yes, schau dir mal all die Eiskugeln an. Ich hoffe, du bist jetzt glücklich. Auf Wiedersehen. Wow, das war ziemlich cool, oder? Willst du was abhaben? Nein, ich glaube nicht, dass ich je wieder Eis möchte. Ist bloß nicht zu schnell, sonst erkältest du dich wie ich. Komm, wir machen sie diesmal zusammen auf. Hey, ich krieg meinen nicht ab. Ich habe einen Hotdog. Was? Das ist unfair. Ich krieg meinen nicht mal ab. Also ich glaube, das muss noch gewürzt werden. Zeit für Senf und Ketchup. Yes, die sehen toll aus. Wow, das wird großartig. Und los geht's. Oh, der klemmt immer noch. Ich weiß. Dieser Zauberstab könnte helfen. Mach bitte auf. Das soll wohl ein Witz sein. Komm schon. Geh auf. Hehe, das wird sicher klappen. Okay, ich wette, jetzt geht er ab. Immer noch?
Ist das dein Ernst? Dieser Hotdog war super köstlich. Was ist denn mit dir los? Das ist nicht fair. Hier, komm, ich mach's für dich auf. Ich weiß nicht, der sieht nicht anders aus. Das kann ich nicht glauben. Aber egal, ich werde jetzt meine Hotdogs genießen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und los geht's! Bist du bereit? Legen wir los. Da kommen sie, genau wie im Spiel. Da kommt ein Schwieriger. Hol ihn dir, hol ihn dir. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind die Besten. Ha, warum gibt's denn diesmal nur einen? Das ist ein Rätsel. Ich denke, wir sollten es öffnen. Was soll das sein? Was Süßes? Sieht so aus. Das ist ein Marshmallow. Wow, wo sind wir jetzt? Wow, wir sind in einer magischen Marshmallow-Welt. Die sind so süß, die gefallen mir. Hey, guck mal da drüben. Komm, wir gehen hin. Wow, ein Marshmallow-Baum. Dann pflück ich mal einen. Super weich. Ich werde den mal probieren. Ein guter Marshmallow. Wow, ich bin zurück im Challenge-Raum. Aber ich bin alleine hier. Jetzt ist mir ganz schön langweilig. Ich bin hungrig und einsam. Vielleicht sollte ich auch einen pflücken. Nichts passiert. Na gut, dann nehme ich noch ein paar mehr mit. Komm zu mir, Marshmallows. Yes, ich habe einen ganzen Abend voll mit Marshmallows. Okay, das war's. Wird Zeit, dass ich von hier verschwinde. Wow, ich hab's zurückgeschafft. Unglaublich, sieh dir all diese Marshmallows an. Ich habe sie für uns vom Baum gepflückt. Yay, eine schöne Art, die Challenge zu beenden. Mal sehen. Moment, lass mich auswählen. Klein ist an der Reihe. Hätte ich mal selbst gewählt. Na gut. Siehst du, was ich sehe? Ein Augapfel. Ich wollte schon immer grüne Augen haben. Super weich. Und er ist ungefähr so groß wie meine eigenen. Na, macht dir das Angst? Und für dich? Groß. Genau, was ich mir erhofft habe. Gib schon her. Es ist fertig. Tada! Das Ding ist ja größer als dein Kopf. Ich kann's kaum erwarten, da reinzubeißen. Komm schon. Meine Zähne finden da irgendwie keinen Biss. Oh, gut, dass meins perfekt in meinen Mund passt. So gummisaftig. Traubengelee? Was für eine Überraschung. Ich liebe alles süß-klebriges. So lecker. Und auch die perfekte Menge. Größer ist nicht immer besser. Ich muss einfach nur den Winkel ändern. Jetzt geht's los. Zitrone-Limette, das liebe ich. Verachte mich gar nicht. Schere, Stein, Papier. Welche? Schau her. Sieht aus, als hättest du verloren. Ja, bringen wir es hinter uns. Nicht schlecht. Überhaupt nicht schlecht. Ich habe auch total Lust auf einen Burger. Yum, das Patty ist echt saftig. Kann ich dir helfen? Hör auf, mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Nie teilt sie. Aber schau mal, was ich hier habe. Also los. Unglaublich. Der ist so groß wie 100 Burger zusammen. Wuhu. Das soll wohl ein Witz sein. Ich liebe dich. Du kannst den nicht komplett selbst aufessen. Na dann schau mal her. Extra Zwiebeln? Oh, das habe ich am liebsten. Der ist echt gut. Das ist ungerecht. Okay, ich bin offiziell vollgestopft. Bereit für die nächste Runde?
dieses hier. Nein! Haha, jetzt wähle ich eine aus. Groß! Ich werde gewinnen, ich werde gewinnen. Ich hasse dieses Spiel. Wow, du bist dran. Also, das ist ziemlich enttäuschend. Ich wette, dafür wird meins viel interessanter. Tada! Wo ist meine große Überraschung? Soll das ein grausamer Scherz sein? Mein kleines Bonbon sieht da gar nicht mehr so traurig aus. Yum! Zuckersüß! So kann man sich freuen. Was soll ich denn jetzt essen? Ah! Entdeckung! Ah! Nein! Das ist unser Glückstag! Moment! Das war meine große Überraschung? Dann will ich eine Riesenhandvoll! Das ist meine Lieblingsrunde bisher! 1, 2, 3, 4. Ich erkläre offiziell den Daumenkrieg. Und für mich? Oh, Pech gehabt. Ich habe ein ziemlich gutes Gefühl. Hey, besser als klein. Oh, es wurde angerichtet. Das sind Essstäbchen aus Holz. Für wen, Ameisen? Meine sehen ziemlich normal aus. Autsch! Definitiv aus echtem Holz. Nicht lustig. Hey, schau dir die Karten an. Ich glaube, wir sollen noch zwei auswählen. Die hier. Nein. Oh, schade. Und was machen wir jetzt? Das beantwortet meine Frage. Hast du schon mal so viele Nudeln gesehen? Und ich soll die alle essen? Das geht? Wie viel soll denn da drin sein? Zwei Happen mehr nicht? Ich heul gleich. Also, das ist wirklich eine Challenge. Ich kann damit keine Nudeln greifen. Was das angeht, habe ich wirklich keine Probleme. Das ist die perfekte Menge. Ein mundgerechter Happen. Und es schmeckt absolut köstlich. Willst du meine ausleihen? Vielen Dank. Das ist viel besser so. Die sind auch noch so schön warm. Na, wer braucht schon Essbesteck? Mein Mund kann das genauso. Soll ich meine zuerst aussuchen? Ist okay, schätze ich. Tada! Eine Süßigkeitenzahnbürste? Ist zwar ein Widerspruch in sich, aber das sieht trotzdem sehr lecker aus. Da hast du recht. Zeit zum Putzen. Oder noch besser, magst du mein neues Lächeln? Weg mit dir, Zahnbelag. Funktioniert das überhaupt mit dem Ding? Okay, das ist genug Zahnpflege für heute. Ich habe jetzt richtigen Appetit. Und jetzt noch das große Finale. Mit Zuckerwatte-Aroma. Schade, dass ich keine Zahnseide habe. Wähl doch du jetzt deine Karte. Diese hier ist in Ordnung für mich. Und jetzt kommt die große Enthüllung. Noch eine Zahnbürste, hä? Huh? Aber ist meine auch essbar? Die sieht dem Original ziemlich ähnlich. Was ist daran lecker? Ich denke, ich muss es einfach mal ausprobieren. Muss ich dann jetzt bürsten? Ich habe nicht mal Zahnpasta bekommen. Wonach schmeckt das Ding eigentlich? Komm schon. Das ist doch lächerlich. Ja, lach du nur. Du zuerst. Die hier. Oh, das ist aber schade. Wie ist der Affe hier reingekommen? Viel besser. Ich hab groß, siehst du? Na gut, dann bin ich dran. Ich habe überhaupt kein Glück. Sieht aus, als wären sie bereit. Oh, hey, klitzekleines Kerlchen. Ich hasse Brokkoli. Nein, der ist süß und schön bissfest. Lecker.
Wie du willst. Nun, magst du deins denn nicht auch öffnen? Wenn du darauf bestehst. Oh, genau das habe ich befürchtet. Womit habe ich das nur verdient? Oh, der ist so bitter. Als ob man Gras essen würde oder so. Komm schon, so schlimm kann es doch nicht sein. Wow, tausend Dank. Ich könnte das Zeug jeden Tag essen. Du fängst an. Ja, ein KitKat, mein Favorit. Oh, das ist toll. Schau dir die leckere Schokolade an. So knackig und knusprig. Ja. Oh, da schaue ich gleich mal nach, was ich habe. Und los. Wow, Wahnsinn. Boah, ist das groß. Du hast einen ganzen KitKat-Turm. Wow, das ist beeindruckend. Das sind so viele und so sorgfältig gestapelt. Der hat's bis ins Weltall geschafft. Puh, ein Glück, dass wir so eine hohe Leiter haben. Jetzt kann ich endlich eins essen. Nach diesem langen Aufstieg habe ich das auch verdient. Oh, die sehen so lecker aus. Ich nehme nur eins. Von ganz unten. Hier. Oh, nee, stopp. Nein, tu das nicht. Nein, lass das. Nein. Hab's. Ah! Upsi. Sorry. Lass sie uns zusammen öffnen. Hä? Das ist seltsam. Ich habe einen Skittle und du hast nichts. Tja, naja, wenigstens habe ich eins. Ach, was soll's. Einfach still und iss dein Skittle. Hä? Wo ist sie denn hin? Die ist verschwunden. Hä? Wie bin ich denn hierher gekommen? Ja, weißt du was? Wen interessiert's? Boah, schau dir diesen Ort an. Ich habe mehr Skittles, als ich hier essen könnte. Oh, so viele. Ein ganzer Swimmingpool voll. Zeit, mit dem Essen anzufangen. Aus jeder Hand ein paar. Mir ist langweilig und ich bin einsam. Ich frage mich, ob sie Spaß hat, wo immer die auch ist. Oh, ich hoffe, sie denkt an mich. Ah, ich weiß, was zu tun ist. Perfekt. Und sieht aus wie sie. Lass sie uns gemeinsam öffnen. 3, 2, 1. Ja, vergiss nicht, auch deins zu öffnen. Ach, wem mache ich was vor? Das ist ganz und gar nicht das Gleiche. Mir ist langweilig. Hey, Tina, kannst du mich hören? Was war das denn? Oh, mein Gott, der Ballon. Der hat gelernt zu sprechen. Ich hab dich vermisst. Schau dir all die Skittles an. Das ist meine Chance. Hey, meins wurde geöffnet. Tina, du sollst doch meins nicht aufmachen. Und dann ist das auch noch eine Chilischote. Los, los, iss sie, du schaffst das. Okay, es geht los, schätze ich. Oh, die ist scharf. Mann, die ist scharf. Oh nee, was soll ich tun? Ich weiß, das Wasser wird helfen. Ich rette dich. Oh, danke, das hat wirklich geholfen. Gerne, wozu sind Freunde da? Jetzt habe ich allerdings Angst vor dem, was ich habe. Ich kapiere es nicht. Was ist denn das? Na, ich schätze, ich drücke und wir werden es sehen. Wow. Boah, das hat die einfach erscheinen lassen. Oh, das ist ein ganzer Berg Chilis. Keine Angst, ich bin bereit, dir zu helfen. Oh, das wird schrecklich. Oh, los geht's. Sind die wirklich so scharf? Wie lange muss ich warten? Oh nee, es geht los. Ah! Wow, das war berauschend. Oh, ich mag das. Vergiss die Hand voll. Ich esse den ganzen Teller.
Gib mir all deine Schärfe. Oh, wow. Ja, das hatte ich nicht erwartet. Die waren lecker. Oh, nee. Was ist denn jetzt los? Oh, Tina hat sich ins Nichts aufgelöst. Nee, warte, die hat sich in eine Chili-Schote verwandelt. Hey, das ist toll. Was geht? Sollte ich da was unternehmen? Darf ich anfangen, bitte? Juhu! Oh, mein Gott, schau dir das an. Eine große Schüssel voll Tic-Tacs. Oh, schau sie dir an. Spektakulär. Boah, sind das viele. Ja, Tic-Tacs für alle. Ich liebe Tic-Tacs. Ich liebe sie so sehr. Zeit, die Tic-Tacs zu essen. Mit einem Strohhalm. Wow, das ist echt clever. Ja, ich habe sie alle erwischt. Dein Atem ist jetzt super frisch. Ich bin dran. Hä? Was sind das? Jetzt bin ich verwirrt. Ist das ein Marker? Oh, jetzt macht das Sinn. Was machst du denn da? Du zeichnest ein Bild? Warum denn? Ja, das wirst du gleich sehen. Hab Geduld. Mein Meisterwerk, tada! Schütteln und dann wird's real. Jetzt habe ich auch Tic-Tacs. Die weißen sind meine Liebsten. So erfrischend und lecker. Hey, lass mich das auch mal probieren. Ich will noch ein paar Snacks besorgen. Gut, Bananenzeichnung, mach dein Ding. Oh, das hat geklappt. Was? Moment mal. Mann, die ist aus Gummi. Das ist eine Gummibanane. Ach, ja, ich schätze, du musst an deinen Malkünsten arbeiten. Lass uns den letzten gemeinsam öffnen. Ja, Pfannkuchen für uns beide. Ja, aber ich habe nur einen. Also gut, dann bereite ich mich mal vor. Gut, dass ich die Karamellsoße immer dabei habe. Nur ein Hauch obendrauf. Perfekt, jetzt brauche ich noch eine Serviette. Und schon kann ich meinen Pfannkuchen genießen. Der erste Happen ist immer der beste. Oh, wow, der ist wirklich gut. Warum benimmst du dich denn so vornehm? Naja, egal. Ich habe meine eigenen Soßen dabei. Ich brauche eine Menge für diesen Stapel. Ja, das sieht lecker aus. Oh, das stimmt. Das tut's wirklich. Ups, ich verlege lieber meine Haare. Wer braucht schon Messer und Gabel, wenn man einen Mund und Hände hat? Oh ja, genau meine Rede. Der ganze Stapel gehört mir. Ach, schmier dir deine Pfannkuchen doch sonst wohin. Warte. Ene, Mene, Mu, du. Ich fange sowieso an. Siehst du, was ich sehe? So ein schwabbeliges kleines Ding. das ist eklig. Dann wird dir nicht gefallen, was ich jetzt mache. Bist du verrückt? Du bist ja so ein Angsthase. Oh, Emma. Schau dir das an. Ich kann in dein Gehirn sehen. Ich mach nur Spaß. Jetzt öffne deinen. Ein Turm aus 100 glibbrigen Augen. Das ist das Ekelhafteste, was ich je gesehen habe. Und ich soll die essen? Was ist, wenn sie in meinem Gesicht wachsen? Je mehr ich esse, desto mehr Augen wachsen mir. Ich kann nicht. Dann gibt es nur eins zu tun. Das Pinke ist gut. Das Grüne ist auch nicht schlecht. Ich könnte hunderte davon essen. Sarah, dein drittes Auge. Jetzt ist es besser. Was, wenn etwas Schlimmes passiert? Du schaffst die nicht alleine. Die sind wirklich lecker.
Emma, spielen wir darum? Wuhu! Das ist ein sehr kleines Stückchen. Was ist mit deinem? Ich hab nicht mal ein Stückchen bekommen. Ich hab wohl die ganze Pizza bekommen. Schau mal, so viel Peperoni. Und extra Käse. Lass die Party beginnen. Warum hat sie das alles bekommen? Schätze, ich esse nur mein mickriges Stück. Guten Appetit. Oh Mann, schau, wie sie loslegt. Arme werden so müde. Egal, wenigstens habe ich was zu essen. Ja, wird dieses Stück auch kleiner? Seifenblasen, so schön. Wann kann ich endlich Seifenblasen husten? Das Ding macht echt Spaß. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte. What? Oh nein! Emma! Emma, wach auf! Ah, was ist passiert? Ich habe mich in den Schlaf gerieben. Jetzt wird's Zeit für meine Belohnung. Perfekt käsig. Das wird eine Weile dauern, hä? Was glaubst du, was drunter ist? Bereit? Maiskörner! Aber die sind nicht gepoppt. Was soll ich denn damit anfangen? Ein winzig kleines Korn. Perfekt für meine winzig kleine Mikrowelle. Ich habe darauf gewartet, sie endlich zu benutzen. Das wird nicht lange dauern, oder? Okay, rein mit dir, kleines Korn. Bis in einer Minute. Das wird gut. Schau dir das Ding mal an. Es wird Zeit, loszulegen. Wow, cool, hä? Ich mag auch Popcorn. Warte mal. Damit kann ich sie zubereiten. Hilfst du mir, Frau Sonne? Ha! Hä? Die Sonnenstrahlen heizen sie auf, siehst du? Sie poppen auf, eins nach dem anderen. Pass auf, du könntest getroffen werden. Siehst du, was ich meine? Das nenne ich meine Snack-Attacke. Also da hast du recht. Okay, du fängst an. Dann machen wir es zusammen. Tada! Habe ich diese Runde gepunktet oder was? Und ich habe nur einen bekommen? Sarah kann die unmöglich alle essen. Aber ich kann es versuchen. Das ist so traurig. Ich könnte heulen. Kein Krümel ist übrig. Vielleicht kann ich einen ergattern. Netter Versuch. Das wird etwas Aufwand erfordern. Wow, sowas habe ich noch nie gesehen. Du bist wie eine hungrige Bestie. Aber jetzt bin ich ein volles Biest. Solange du glücklich bist, ich hole mir meinen Sieg, wo ich kann. Hey, ich zuerst? Okay, yay. Das ist der Hammer. Eine Wassermelonentorte? Und für mich? Mal sehen. Ein Haufen blöder Samen? Hahaha! Was willst du damit anfangen? Ich werde das Ding dann mal anschneiden. Schön weich. Und jetzt die große Enthüllung. Das ist ein wahres Meisterwerk. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Ja, so gut. Ist das Schokolade? Ich weiß, was zu tun ist. Ich lasse meinen eigenen süßen Snack wachsen. Immerhin sind das Samen. Und jetzt die magische Zutat. Tada! Die Samen brauchen wirklich Wasser.
Und jetzt schauen wir zu, wie sie wächst. Ziemlich schön, oder? Ich glaube, die sind reif. So grün. Und? Oh, wie saftig. Emma, ja, du kannst eine probieren. Du fängst an. Tja, das ist Mist. Ich kann ihn auch damit essen. Komm her, kleiner Cheerio. Er hat die perfekte Größe für die. Und fertig. Yep. Dann bin ich jetzt dran. Tada! Das sind eine Menge Flakes. Und alles für mich? Wow, das ist unfair. Ob ich das ganze Ding aufessen kann? Macht sich sicher gut als Schmuck. Emma, wo um alles in der Welt ist sie hin? Hä? Ein Konzert. Schau mal seinen Klunker an. Ziemlich beeindruckend. Schätze, wir haben beide Klunker, was? Tauschen wir? Ja, danke. Singt alle mit. Sie stehen total drauf. Es spielt keine Rolle, ob das Essen groß oder klein ist. Hauptsache, es schmeckt, oder? Was isst du am liebsten? Schreib's unten in die Kommentare. Teile das Video auch gerne mit Freunden und falls noch nicht getan, abonniere den Kanal für weitere tolle Videos wie dieses.